der nächste Teil, 360 Grad unterwegs. Zweiter Teil am heutigen Tag. Hier Richtung Bahia Meloneras fahren wir gerade vorbei. Viele Fragen, die immer wieder kommen. Ja, die Fragen, die immer auftauchen, wie wird das Wetter im Dezember? Kann man da noch baden gehen? Dann empfehle ich ganz einfach, die Videos anzusehen vor einem Jahr, vor zwei Jahren zur passenden Zeit. Ihr könnt die alten Videos alle aufrufen und könnt dann immer das Datum eingeben und habt dann das passende Wetter zum Vorjahr oder vom Vorjahr. Ja, vis-à-vis vom H10, da sollen im Moment sehr viele Engländer sein, habe ich gehört, von Gästen am Freitag am Faro. So, und jetzt geht es hier direkt runter zum Sunset Beach. Was für ein Anblick, was für ein Ausblick. Ja, und unten ist es dann doch immer ein bisschen schöner und man hat da, ich sage mal, die Meernähe. Ich habe ja mal gesagt, für mich ist wichtig, ich muss das Meer nicht sehen, aber ich muss jeden Tag einmal mit den Füßen drin stehen. Und das stimmt auch, denn der Meerblick an sich ist sehr schön, aber wenn ich von Weitem den Meerblick habe, dann nützt mir das persönlich relativ wenig. So, und ihr seht, hier ist immer noch die Baustelle für diesen kleinen Strandabschnitt. Hier wird was gemacht und vor allen Dingen die Zugänge zum Wasser vom Weg hier, die werden neu gestaltet. So, mittendrin stand nur dabei. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist schön hier und wenig los. Jetzt nehme ich die andere Kamera und gehe hier mal eben ein bisschen links. Ich mache jetzt das Intro für die Realität. Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Am heutigen Tage, es geht nicht von hier los, sondern vom Maspalomas, von der Charca. Wie ich hierher gekommen bin, zeige ich euch gleich, aber das ist sozusagen der Beginn, das Intro. Wir haben zwischen 27 und 29 Grad.
So, das war nichts, weil die Einstellung hier irgendwie komisch ist. Jetzt besser. So, Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität am heutigen Tag. Die Realität hat schon begonnen, und zwar an der Charca de Maspalomas. Den Weg hierher zeige ich euch hier oben am Hotel vorbei, am H10, am Via del Conde vorbei. Aber das ist jetzt das Intro, das ist der schönste Blick heute Nachmittag. Und ihr seht, was hier los ist, wie viele Menschen hier sind am Strand. Also hier ist richtig Platz. Hier muss man nicht Angst haben, dass man keinen Platz bekommt. Die Liegestühlen hier sind ja auch nur spärlich belegt, naja doch die Hälfte vielleicht. Und hier auf dem Weg ist auch noch genügend Platz für viele Spaziergänger. Also keine Angst, es ist auch in der Hauptsaison, die wir ja jetzt haben, nicht überlaufen. Und ja, ich werde dann das Thema machen, Auswandern, Langzeiturlaub überwintern, und werde ein paar Neuigkeiten dazu berichten. Und eine Aktualisierung zum anderen Punkt, den ich schon gebracht habe, nämlich wie ich die passende Immobilie finde. Denn da hat sich für mich auch etwas rauskristallisiert, was vorher nicht so war. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Baustelle. Das heißt, hier werden die Zugänge zum Strand neu gemacht. Und ja, dann freut euch auf die Realität. Sie beginnt jetzt in Maspalomas, und ich sage vielen Dank fürs Dabeisein.